rund ums Korn. Technik von Horn. Nein, eigentlich gar nichts. Er ist schlüsselfertig gekommen. Also der Thomas Horn hat da alles aufgebaut, hat es installiert, so wie wir das wollen haben. Und also da hat es von unserer Seite aus gar nichts gegeben zum selber montieren. Das hat alles die Firma Horn installiert und also wirklich, also reibungslos. Im Anschluss eigentlich an der Installation hat man da intensive Einweisungen bekommen, auf was man achten muss und Tipps auch kriegt zum Einstellen und so. Das ist alles gleich nach der Installation über die Firma Horn hat man da Einweisungen bekommen und es hat auch relativ sehr gut funktioniert. Zur Bedienung muss ich sagen, ist er eigentlich sehr einfach mit dem LED-Display. Im Automatikbetrieb regelt er eigentlich soweit alles selber. Hervorragend. Die Automatik funktioniert auch in der Regel sehr gut. Und sie erkennt auch, wenn er zu schnell läuft oder zu schwer läuft, dann regelt er runter. Wenn zu wenig Material kommt oder zu leicht, von der Amperezahl her regelt er automatisch hoch, also das ist also gar kein Problem, also sehr gut sogar. Wenn er unter Volllast läuft, kommt auch je nach Material drauf an. Schaffen wir so, sag ich mal, eine Tonne Dinkel geschält, das entspricht ca. 1,5 Tonnen Rohdinkel oder Rohware, was er so in der Stunde bringt. Und also da ist die Leistung auch sehr gut. Ich sage jetzt mal 500 Tonnen ungefähr. Zwei komplette Sätze hat man da dafür gebraucht. Und das merkt man in dem Zusammenhang, wenn die Leistung runtergeht, also quasi wenn der Schäler immer so zwischen 15 und 16 Ampere ist und Dosierschnecke bei 120, 115 Umdrehungen so ist, das ist eigentlich dann ein gutes Erkennungsmerkmal, dass die Hammerschlägel abgenutzt sind und wenn man die dann wieder wechselt, dann geht es wieder hoch auf 300, 320, je nachdem. Also es ist ein extremer Unterschied. Sieb ist, das war jetzt zweimal der Fall, ich schätze, dass da ein Stein oder eine Schraube oder sonst irgendwie ein Gegenstand reingekommen ist und dann hat sich Sieb quasi halt auseinanderdrückt oder war ein Loch drin und das hat man dann halt gemerkt, dass halt zum geschälten Dinkel, wo am Schwingsieb nach außen transportiert wird, dass da noch viel andere Rohware drin war, also wo nicht entschmelzt war. So sind wir dann eigentlich dahinter gekommen, dass irgendwas in dem Sieb nicht stimmt. Sieb ist immer das gleiche drin. Also das Sieb wird eigentlich nur gewechselt, wenn es defekt ist oder wenn es kaputt ist. Aber ansonsten bleibt es drin. Mir schaut es wöchentlich. Und da sind immer wieder mal ja, so Kleinigkeiten, entweder mal eine kleine Schraube oder Metallspäne oder so, findet man dann schon. Also die Magnete sind sehr stark, muss ich sagen. Also wenn die irgendwo auf ein Gehäuse nahegegangen vom Dinkelschäler, also da, die kriegst du schwer weg, also schlecht weg. Also die sind wirklich, also die haben wirklich Dampf, muss man schon sagen. 5-6 Mal, je nachdem wie Betrieb ist jetzt hier auf dem Hof selber auch, aber wir gucken schon regelmäßig oder je nachdem. Einmal in 2 Stunden oder halt nur als Kontrolle eigentlich. Das heißt, die Maschine läuft im Automatikbetrieb von morgens bis später Nachmittag? Morgens 8 bis abends 5:30, 6. Und da ist eigentlich, also im Automatikbetrieb braucht man da wirklich eigentlich so gut wie gar nicht schauen. Das höchstens das Einzige, was man sein könnte mit der Klappe, wo die geschälte Ware rausläuft, da man die eventuell ein bisschen verstellen muss. Mal mehr, mal weniger aufmachen. Aber ansonsten ist es nur reine Vorsichtsmaßnahme. Also da ist Automatikbetrieb, muss man sagen, also sehr zuverlässig.
bei manchen Chargen der Luftzug quasi mehr zumachen oder bei anderen muss man dann wieder weiter aufmachen. Das kommt je nach, sieht man aber dann sehr gut im Schwingsieb. Wir arbeiten eigentlich nur hauptsächlich mit einer Sorte, aber wie gesagt, da gibt es auch stellenweise Unterschiede von der Entspelzung her. Eine Charge, wie gesagt, läuft schwerer, die andere läuft leichter. Ist sie getrocknet, kommt sie abfällt und wird nur gekühlt. Das sind Dinge, wo eigentlich auch ausschlaggebend sind, aber nicht gravierend. Maximal ein Jahr. Wenn die Ware trocken vom Feld kommt, wird er runtergekühlt, so auf ca. 12-13 Grad und dann ist er auch gut lagerfähig und da kann auch nichts mehr passieren. Weil wenn die Ware vom Acker trotzdem trocken ist und man würde es direkt einlagern, ohne zum Kühlen, dann würde quasi die warme Luft, wo im Getreide drin ist, die hat ca. Eine Temperatur zwischen 40 und 45 Grad. Und wenn man da die warme Luft nicht rauskühlen würde, dann würde der Dinkel quasi verschimmeln oder halt, oder der Kornkäfer könnte eindringen und wegen dem tut man das runterkühlen auf 12-13 Grad und dann kann nichts mehr passieren. Die Dosierschnecke wird immer, sag ich mal, zweimal im Monat abgeschmiert. Da ist ein Schmiernippel dran. Aber ansonsten ist eigentlich so der Schäler wartungsfrei. So aufs Wochenende hin gerade die Motoren, die Kühlrippen ausblasen oder dann auch gerade der Steuerungskasten unter, dass es staubfrei ist, wieder, dass es Gebläse läuft oder dass die warme Luft raus kann. Das Schwingsieb ist eigentlich nahezu immer sauber. Das sieht man ja am Abend, wenn man ausschält, läuft er ja leer. Und da ist jetzt eigentlich auch keine großartige Verschmutzung drin, weil die Gummibällchen da drin sind in dem Schwingsieb. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ist es im Großen und Ganzen eigentlich eine wartungsarme Maschine, wo auch sehr, sage jetzt mal, oder wo eigentlich keine größere Reinigung benötigt. Und mit der Abschaltautomatik, sage jetzt mal, wenn das Rohwarensilo leer wäre, schaltet er automatisch ab. Das gleiche ist, wenn der Schmelzsack voll ist, wenn dort der Vollmelder kommt, schaltet er auch eigentlich ohne Probleme ab. Das ist auch kein Thema. Also man könnte, klar, ohne Probleme Alloy laufen lassen, ja. Ohne Probleme sogar, ja. Das Rohrvektor und auch der, du bist also sehr flexibel, ja, das ist so. Wenn man immer drauf schauen kann, dann ist es sowieso ja noch viel einfacher. Ab Ernte 2015 ist er in Betrieb, ja. 15, 16, 17, ja. Also das ist jetzt quasi die dritte Ernte, wo man jetzt entspelzen tut. Im Großen und Ganzen also eine durchaus sehr gelungene Maschine. Also kann man nicht anders sagen, wirklich wahr. Sehr zufrieden. Das auf jeden Fall. Also ich kann nur von unserer Erfahrung aus sprechen und was mir von der Leistung her und auch von der Qualität, was sie selber bringt, die Maschine. Also ich kann sie nur weiterempfehlen. Ja. Rund ums Korn. Technik von Horn.